So, da sind wir zurück. Pünktlich zum Anstoß des letzten Viertelfinals zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach. Spiel geleitet von Eugen Fritz vom FC Preußen Espelkamp. Die Gladbacher ja klar erfolgreich gewesen gegen Arminia Bielefeld mit 4:0. Auch dank einer ganz starken Torwartleistung von Keeper Mert Temitz, der auch jetzt wieder zwischen den Pfosten steht. Der VfL Wolfsburg gegen unsere Mühlis erfolgreich gewesen. Den Lokalmatadoren rausgeworfen. Die wollen jetzt natürlich beide ins Halbfinale. Die wollen beide unter die besten vier. Beide ja auch noch ohne Turniersieg. Hereingabe jetzt. Aber da ist Finn Hinze, U16-Nationalspieler, dazwischen. Kann das erstmal klären. Die Wolfsburger bisher ja einmal im Finale erst gewesen. 2016. Gegen RB Leipzig damals verloren. Mal das Überzahlspiel für die Gladbacher. Schöne Kombination. Aber ein Wolfsburger dann gerade noch so dazwischen. Gut zurückgearbeitet. Von den Wölfen, die hier heute in Himmelblau aktiv sind. Jetzt den Ball verlieren. Die Gladbacher da in der Vorwärtsbewegung. Finn Hinze kann das aber nicht ausnutzen. Wieder mehr Temitz. Schön gemacht, damit der Hacke jetzt von Tinze, findet allerdings keinen Abnehmer und deshalb fast die Kontermöglichkeit für die Gladbacher. Allerdings abgepfiffen vorher. Nach dem Foulspiel da an der Bande. Glück gehabt da. Fast das Zeitspiel, da ging der vierte Finger von Eugen Fritz schon fast in die Höhe. Der Klärungsversuch vom Keeper, der Wolfsburger. Finn Schönmottel. Das war eben die andere Seite von Mert Temitz, die wir ja auch schon im Achtelfinale gesehen haben. Aufbauspiel. Manchmal noch ein bisschen unaufmerksam. Hat sich allerdings noch nicht bestraft gemacht. Gladbach kombiniert das jetzt gut, machen das ist gut. Yannick Schade kriegt den Ball aber nicht gut mitgenommen. Und deshalb wieder die Wölfe in der Offensive. Gute Möglichkeit und dann das Luftloch im Nachschuss. Ist noch nicht ganz die Stimmung drin, ne? In dieser Partie. Wie eben gerade bei der Hertha gegen Dortmund. Tasten sich beide Mannschaften noch so ein bisschen ab. Missglück da, Rückpass da und das kann Wolfsburg vielleicht ausnutzen. Sind da unsortiert die Gladbacher bei dieser Ecke, aber keine gute Anspielmöglichkeit gefunden und deshalb erstmal keine Gefahr für mehr Temitz im Kasten.
schön Mottl da. Zu lange mit dem Ball am Fuß, das wird abgepfiffen natürlich. Geht er da über die Mittellinie. Dann hat er ja mehr als 4 Sekunden Zeit. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit. Und der Treffer für Borussia Mönchengladbach. Yannick Schade. Luis Wehrmann, pardon. Luis Wehrmann war's. Gut gemacht hier. Schön eingefangen. In der Wiederholung zu sehen. Wolfsburg aber auf der Gegenseite direkt. Finn Hinze versucht es da über die Bande. Klappt nicht ganz. Also die Führung jetzt für die Gladbacher. Gute Parade da wieder von Mertemitz. Immer da mit dem Fuß. Umschaltmöglichkeit, das ist wieder Wehrmann. Schön Mottl. Gerade noch so zur Stelle, fährt die linke Pranke da aus und pariert. Ist da gut rausgekommen, hat den Winkel möglichst klein gemacht für Wehrmann. Schön Mottl wieder mit dem Schussversuch. Wolfsburger sollten das Ganze vielleicht versuchen, ein bisschen spielerischer zu lösen. Geht viel über den Keeper hier, schon wieder. Und das klappt noch nicht wirklich. Das klappt eigentlich noch überhaupt nicht. Wieder der Keeper da. Spielt den Ball da einfach lang in Richtung Bande. Beide Mannschaften wechseln jetzt mal. Fast die Möglichkeit da für die Gladbacher, aber gerade noch geklärt vom Kapitän der Wolfsburger. Elia Höppner mit der Binde am Arm. Gute Möglichkeit für die Gladbacher. Da jetzt aber knapp am Pfosten vorbei. Rechter Abschluss. Geht wieder nicht auf den Kasten von Schönmottl. Und dann das Foulspiel. Freistoß. Nochmal die kurze Ermahnung von Eugen Fritz da. Der nächste Abschluss von Schönmottl und wieder das Zeitspiel. Also das ist bisher nicht gut, was die Wolfsburger hier aufs Parkett bringen. Und jetzt auch auf der anderen Seite das Zeitspiel. Beim Freistoß. Alles ein bisschen chaotisch jetzt gerade in dieser Phase des Spiels. Und dann gibt es den 9 Meter für die Gladbacher. Schauen wir gleich nochmal auf die Wiederholung. Hier sehen wir es an der Bande. Dann in den 16er. Trifft ihn da unten am Fuß. Und deshalb die Chance zum 2:0. Oh nein! Schönmottl ist unten. Schönmottl pariert. Gegen Timo Piel. Das war die große Möglichkeit hier zum 2:0. Glück für die Wölfe, Schönmottl. Jetzt eine Mannschaft damit also im Spiel. Bisschen Glück jetzt hier im Spielaufbau. Und Wolfsburg kommt, linke Seite.
geht da jetzt ganz schön zur Sache an der Bande. Am Ende behält Gladbach den Ball. Und die können jetzt in der Überzahl auf das gegnerische Tor laufen. Timo Piel im Zusammenspiel. Im Doppelpass mit seinem Mitspieler. Und der Ball geht dann knapp am Pfosten vorbei. Andere Seite geht es direkt weiter. Da ist es auch heiß. Die Wolfsburger. Geht da gut durch. Und dann ist Temitz da. Höppner hat sich da gut durchgesetzt gehabt. Im 1 gegen 1. Wir müssen so langsam bei 3 Minuten 40 jetzt knapp noch auf der Uhr bringen jetzt auch den fünften Feldspieler. Hat sich ein Feldspieler das Leibchen übergestreift. Ist jetzt auch am Ball quergelegt. Wieder der Feldspieler geht in die gegnerische Hälfte. Abschluss. Knapp vorbei. Und dann tauschen sie direkt wieder. Schön Mottl jetzt wieder zwischen den Pfosten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das jetzt ein bisschen häufiger sehen beim VfL Wolfsburg. Aber wenn sie hier zum Torerfolg kommen müssen, dann erhöht das natürlich die Chance um ein Vielfaches. Die meisten Feldspieler ja doch um einiges stärker an der Pille als die Keeper. Und dann kann man, das sind 5 gegen 4, wenn man es gut spielt, wenn man Ball und Gegner laufen lässt, doch ganz gut ausspielen. Ist ja noch nicht so gut geklappt bei den Wölfen. Und da sehen wir es auch schon wieder im Hintergrund. Und das ist fast der Ausgleich. Möglichkeit für Finn Hinze, trifft allerdings nur das Aluminium. Und zu solchen Chancen wollen die Wolfsburger jetzt natürlich noch häufiger kommen. Finn Felix Lange mit dem Leibchen über als fünfter Feldspieler. Foulspiel jetzt da. Zeit wird angehalten. Hier sehen wir es nochmal, die Möglichkeit. Finn Hinze. Kommt zum Abschluss, trifft dann allerdings nur das Aluminium. Pech für den deutschen U16-Nationalspieler. Geht mit Freistoß weiter für den VfL Wolfsburg. Über die Bande gespielt. Kommt Hinze fast schon wieder zum Abschluss. Aber Konter rollt. Die Gladbacher kriegen den Ball aber nicht auf das Tor. Timo Piel. Wechsel bei den Wolfsburgern nochmal. Anderthalb Minuten noch auf der Uhr. Und wieder findet der VfL seinen Meister in Mertemitz. Ist da mit dem Fuß zur Stelle. Was sollten sie jetzt vielleicht spielerischer lösen, sollten da versuchen, mit Kurzpassspiel die Verteidiger da ins Laufen zu bringen. Timo Piel, dritte gute Möglichkeit für die Nummer 6 der Gladbacher. Hat ja auch schon einen Elfmeter verschossen in dieser Partie. Und deshalb sind die Wolfsburger hier überhaupt noch im Spiel. Jetzt vielleicht Timo Piel, alleine auf Schönmottl zu, quergelegt, schlampig quergelegt. Chance zur Vorentscheidung wäre das gewesen. Deshalb nochmal die Wolfsburger am Ball. 3 gegen 3, Abschluss geblockt erstmal. 35 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Da kommt er nochmal. Finn Felix, lange Möglichkeit. Abgefälscht und ins Tor aus. Eckball für die Wölfe. Zurückgelegt, Kapitän Höppner. Ah, verliert er den Ball. Steigt dann hart ein, abgepfiffen,
darf allerdings auf dem Feld bleiben. Und somit die Gladbacher, die jetzt hier in den letzten 25 Sekunden nochmal das Leder am Verlieren ist aber. Deshalb Umschaltmöglichkeit. Wenn du das jetzt schnell machst, dann ist die Überzahl da. Über die linke Seite Chance. Elia Höppner kriegt den Ball dann nicht richtig gut mitgenommen. Und somit dürfte es das jetzt gewesen sein. 5 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Zweikampf da hinten in der Ecke. 3 Sekunden nochmal für die Wölfe. Aber das riecht stark nach dem Halbfinaleinzug von Borussia Mönchengladbach. Ein langer Ball vielleicht noch nach vorne von Höppner. Abgefangen. Und das war's. Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg und zieht ins Halbfinale ein. Wir sind gleich zurück mit dem ersten Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin. Bis gleich.